Nicolas Pepe geht zu Arsenal, Clean Sieg, quatscht mit dem VfB und Transfer-News aus der ganzen Welt. Was ich dir des Tages. Mein Name ist Nico, Freunde, ihr kennt das Spiel. Abonniert diesen Kanal für, ja, für Glückseligkeit. Macht's einfach mal. Los geht's. Oh, nicht schlecht, oder? Glückseligkeit versprochen, wenn man Kanal abonniert. Nadim Amiri von der TSG Hoffenheim zu Bayern und für Leverkusen. Wir wissen seit Tagen, dass das höchstwahrscheinlich passiert. Nun scheint es so, als seien die letzten Details auch geklärt. Und dass der Transfer wohl sogar heute schon am Dienstag vollzogen wird. Für nur 11 Millionen Euro geht Amiri von Hoffenheim nach Leverkusen. Das sind 3 Millionen Euro weniger als seine Ausstiegsklausel. Der Grund dafür ist selbstverständlich, dass sein Vertrag im nächsten Sommer ausläuft und Leverkusen gesagt hat, nö, also entweder ihr gebt uns den günstiger oder er kommt halt nächsten Sommer umsonst. Amiri soll für 5 Jahre bei der Werkself unterschreiben und ist der zweite Neuzugang aus Hoffenheim nach Leverkusen. Und auch das Rätselraten um Nicolas Pepe hat scheinbar ein Ende. Der Mann hat sich am Ende des Tages doch etwas überraschend für den FC Arsenal entschieden und soll dort heute am Dienstag laut der L'Equipe den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse, das wissen wir, liegt deutlich über dem eigentlichen Budget von Arsenal, denn die hatten ja gesagt, nö, oder gesagt bekommen, diesen Sommer 15 Millionen Euro, das ist das Budget. Und weil die Ablöse eben deutlich drüber liegt, hat man sich scheinbar auf eine Ratenzahlung geeinigt. Das heißt, Arsenal zahlt die Ablöse über die nächsten Transferperioden und kriegt mit Nicolas Pepe auf jeden Fall einen der begehrtesten Spieler dieser Sommertransferperiode. Zumindest dachten wir das vorher, denn so richtig viel ist ja jetzt nicht passiert in der Verhandlung. Wie auch immer, ein guter Transfer für Arsenal, vor allem wenn man sich überlegt, wie schlecht die Transferperiode für die Londoner bis jetzt gelaufen ist. Jürgen Klinsmann zum VfB Stuttgart, das ist etwas, worüber wir seit Wochen berichten und nun gibt es erste Gespräche. Das bestätigen beide Seiten. Klinsmann sagt, der Informationsaustausch verlief sehr positiv und auch seitens des Clubs gab es eine Bestätigung. Wir führen viele Gespräche, das ist ein laufender Prozess, wir tauschen uns auch mit Jürgen Klinsmann aus. Laut der Stuttgarter Zeitung soll der Weltmeister von 1990 das neue Amt als Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart AG übernehmen. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. Benjamin Henrichs ist einer der begehrtesten Deutschen auf dem Transfermarkt diesen Sommer. Wir wissen alle, der Außenverteidiger steht bei AS Monaco unter Vertrag, ist dort aber nach einer verkorksten ersten Saison nicht so richtig glücklich und es gibt einige Interessenten. Die Bayern sollen interessiert sein, RB, Schalke und Werder Bremen. Problem? Monaco fordert mindestens 20 Millionen Euro Ablöse. Das kann außer dem FC Bayern vermutlich keiner der Vereine bezahlen. Vor allem nicht der Verein, der laut Medienberichten Henrichs Favorit sein soll, und zwar Werder Bremen. Scheinbar würde Benjamin Henrichs sehr, sehr gerne unter Florian Kohfeldt bei Werder Bremen im Projekt weiterarbeiten. Ganz klar ist, Werder ist eines der spannendsten Projekte in Fußball Deutschland. Gefällt mir sehr gut, was sich dort entwickelt. Allerdings, wie gesagt, die 20 Millionen Euro zahlt Werder Bremen nie im Leben. Die wollen weiterhin auf eine 2-Jahres-Leihe gehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt und ob der FC Bayern da vielleicht noch reingrätscht kurz vor der Transferperiode und sagt, Freunde, Moment, wir wollen den haben. Kevin-Prince Boateng wird höchstvermutlich? Wir nehmen es mit. Wird höchstvermutlich nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Der Mann will scheinbar lieber innerhalb der Serie A wechseln und soll sich derzeit in Verhandlungen vor allem mit dem AC Florenz befinden. Eine Leihe zur Fiorentina scheint laut italienischen Medien deutlich realistischer als eine Rückkehr zur Eintracht. Für über 6 Millionen Euro zieht der erste FC Köln seinen teuersten Sommerneuzugang an Land. Elias Skiri kommt vom Montpellier, er hat einen Vertrag bis 2023. Wie gesagt, knapp 6 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Paris Saint-Germain tütet für 32 Millionen Euro den nächsten Transfer ein. Idrissa Gueye. Ist das richtig, Alex? Ja. Idrissa Gueye kommt von Everton. Sie wollten ihn ja eigentlich schon im Winter verpflichten. Damals scheiterte das alles sehr zum Ärger des Spielers an den Ablöseforderungen vom FC Everton. Und nun hat man ihn und mit 32 Millionen den eigenen Sommertransferrekord dieses Jahres getoppt oder zumindest eingestellt in 32 Millionen Euro. Das hat auch Abdou Diallo gekostet, als er vom BVB kam. Gordon Zipic, seines Zeichens Berater von Maximilian Philipp, dementierte gestern das Gerücht, dass sein Mann nach Russland geht. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Interesse von Dynamo höre. Also, klar ist bei der ganzen Maximilian-Philipp-Geschichte, der BVB wird in den nächsten 9 Tagen nicht von seiner 20 Millionen Euro Forderung abrutschen. Ne? Die sagen, Freunde, nein, die 20 Millionen haben wir investiert, die wollen wir wieder raushaben. Der Grund dafür ist selbstverständlich, dass das englische Transferfenster noch offen ist. Sobald das geschlossen wird und die Big Money Clubs raus sind, dann kann ich mir absolut vorstellen, dass die Ablöse noch ein bisschen runtergeht und er damit auch für andere Bundesliga-Vereine attraktiv werden könnte. Und ich glaube, darauf spekulieren auch mögliche Interessenten derzeit. Ne? Macht wenig Sinn für Spieler, viel Geld zu bieten derzeit, wenn die Gefahr besteht, dass auch englische Vereine interessiert sein könnten. Und Maximilian Philipp ist ganz klar so ein Spieler. Und deshalb
sollte es euch nicht wundern, wenn einige Transfers, die so ein bisschen in der Pipeline sind, erst in 9, 10, 15 Tagen über die Bühne gehen, wenn das englische Fenster geschlossen ist. So, Freunde, und dann habe ich noch ein schönes Video von euch, und zwar, was passiert, wenn man riesige Eier hat und einfach nur Leute anpissen will. Und zwar dieser Barcelona-Fan, als Real Madrid mit 7 Gegentoren gegen Atletico Baden geht. Hier, Freunde, findet ihr übrigens die neue Folge Sektion Radioverbot. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal reinschauen. Und im Community-Tab findet ihr einen Post, denn heute gibt es das ersehnte Q&A. Das war's von mir. Bis dahin, Wiedersehen.